Also, erstmal heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen in diesem alternativen Setup. Wir haben heute so viel zu tun. Overwatch 2 ist rausgekommen. Ja, Overwatch 2, ich bin ja schon ein bisschen hyped. Ich hoffe, ich kann das hier an diesem Laptop vernünftig spielen, aber sollte ich eigentlich. Das Ding ist besser als mein PC. Ich habe auch so eine coole Wireless-Tastatur von Celsius ausgepackt. Die ist perfekt hierfür. Die kann ich hier schön so drumherum legen. Ist 1A. Es ist alles ein bisschen kleiner hier. Ich habe zwar zwei Bildschirme, aber mein OBS ist ein bisschen eingeklemmt und so. Deswegen wird das alles ein bisschen kleiner. Aber wenn ich jetzt, hier hingehe. Guck mal, was haben wir hier für ein schönes Overlay? Das ist doch beautiful, oder? Ich finde, wir gucken jetzt nämlich mal, was sich alles geändert hat hier. Wir gehen mal kurz ins Practice Tour. Also, bei dem habe ich schon gesehen, wurden nur... Oh mein Gott, die Findlichkeit. Das ist eine Katastrophe. Ja, längere Defense Matrix, mehr Schaden hier, weniger Schaden da. Alles das Gleiche, ne? Wie funktionierst du? Du hast eine Shotgun. Oh, die hat eine sehr, sehr weirde Feuerrate, aber sehr viel Damage. Ihre E ist so ein Axtschlag. Ihr Rechtsschlag, Rechtsklick ist so dieses Messer, das man wirft. Mit Schiff gibt man irgendwie allen um sich herum. Linkt, also mit Schiff ist quasi so eine Mini-Brigitte-Ulti. Gibt's irgendwie Leben, Rüstung, sonst was. Ja, Orisa ist halt anders, ne? Hat jetzt hier dieses Schild, diesen Dingens, das so was sammelt. Die hier sind endlich nützlicher und auf Rechtsklick hat er so ein Speer. Da hat sie so ein Speer. Das Speer ist super cool. Dein Schild hat nur noch 1200. Ansonsten ist alles wie immer. Das heißt, ist absolut... Oh, seine E hat aber Charges. Oh, okay, that's nice at least. Seine E ist halt übel essential für ihn. Seine Not- Der Monkey hat einen Long-Range-Schuss. Eine bessere Welt beginnt heute. Okay, das ist cool. Das heißt, das Monkey ist nicht komplett useless, wenn er auf Range ist. Torbjörn haben sie verändert, weiß ich. Hab ich den gerade? Oh, that's a lot of Ding Damage, man. Aber dass man nicht mehr upgraden muss, ist halt ein riesengroßer Buff. Einfach. Was kann Kiriko denn jetzt hier? Ich suche mir meinen eigenen Pfad. Rechtsklick ist Schaden, Linksklick ist wahrscheinlich Heilen. Oh, shit, jetzt Damage, man. Ah, links umschalt ist irgendwas mit zum Verbündeten hin anscheinend. Das schmeißt so Gegner weg. Okay. Alles andere lernen wir. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal ein ungewertetes, ne? Rollenwahl. Ich spiele 500 Battle Pass EP. Aha. Ich möchte ehrlich gesagt nur kein Tank mehr spielen. So, die ist auch witzig. Die ist vor allem sehr skill-dependent, das gefällt mir sehr gut. Aber wir müssen selbstverständlich unseren Boy spielen, ne? Den werde ich jetzt nicht gleich im ersten Rank rausholen, erst recht nicht in einem fremden Setup mit einem kleinen Bildschirm. Meine... Ja. Was bist du denn? Ach, du bist Junker Queen, wa? Junker Queen hat viel Leben. Holy shit. Achso. Der Bildschirm ist mir zu weit weg. Das muss ich irgendwie lösen. Dann kommt zwar auch ich näher an euch, aber da solltet ihr mit klar sein. Klarkommen, oder? Was habe ich gekriegt? Ich habe Edge DPS bekommen. Hollywood Death. Hollywood Death verteidigt. Das First Spot ist tatsächlich Torbjörn witzig. Aber Soldier ist eigentlich Meta. Zumindest war es das früher immer. Ich darf mich nicht mehr so bestimmt äußern, glaube ich. Hab ich nicht eben gesagt, dass ich nicht mehr Meta spielen will? Ich bin ein Meta-Slave. Das Problem ist halt, ich habe Valorant halt so, ich sag mal, solide, keine Ahnung, 2 Jahre so auf Tryhard-Rank gespielt. Ich war nie wirklich gut. Ich war Platin 2800 SR Hardstack. Es ist halt irgendwo in mir drin. So, jetzt ist es mit dem Bildschirm aber ein bisschen besser schon. Oh, ich hätte auch einfach Hanzo spielen können, ne? Ah, weniger Schilde, wa? Oh, da hatte ich ihn fast. Oh, Soldier ist nicht mehr so gut. Ich muss viel mehr korrigieren, wenn ich schieße. Viel, viel mehr. Der Reaper will die auch teleportieren, das rieche ich bis hier. Junge, ich habe das Spiel zu lang gespielt. Oh, meine Flasche ist schon wieder im Weg. Mercy. Oh, das gibt's nicht, dass sie da nicht töte. Da hätte ich sie haben müssen. Ach, was machst du denn da? Ich habe Ulti. Wie viel Ulti behalte ich denn jetzt, wenn ich jetzt auf Hanzo wechsle? Oh, ein Drittel. Der Levelkranz unten links. Ja, der ist keine bestimmte Bewandtnis, oder? Ah ja, die treffe ich ja niemals da oben. Ja, ist gut jetzt. Wow. Ja, der Speer ist sick. Oh, ist das fast. Holy shit.
Nice. Joink. 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 Ja, ja, ganz genau so. Joink. Die hab ich ja gerade so gejoinkt, Alter. Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. Komm jetzt her, Lucio. Oh, wo ist er? Hab ich. Hier stirbt keiner weg. Ich würde dich so gerne mal mit Hanzo aus der Luft holen. Das wäre so witzig. Vom Kitsune leiten, was auch immer Kitsune ist, aber ich nehm's. Ah! Oh! Das wäre ein dicker Spawnkill. Ach, das ist schön. Das ist so Anfang für die. Die haben gerade so wenig Spaß, wirklich. Es ist schon, es sind nur 5 Leute und die haben, können trotzdem nichts machen. Ui, okay, die hat mich mies abgeholt. Orisa Throw, Orisa Spin, Orisa Slam, Orisa Win. Klingt gut. Soldier ist einfach der Garen dieses Spiels. Jein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und you're kinda right. Das Problem ist, man braucht ihn, weil du halt Hits gern brauchst. So, ja, du kannst Cassidy spielen, ja, McCree, wie du magst. Aber du brauchst halt, also Hitscan ist halt so wichtig gegen fliegende Einheiten. Das heißt, er ist nicht nur schlecht, sondern auch necessary. Das gibt's doch nicht. Die sind mir ja alle ein gutes Stück zu mobil. Jetzt haben sie es echt herausgeschafft. Oh, da ist jetzt eine Ulti drauf. Gleich werde ich gefokust. Ich will nicht. Okay, also Hanzo bringt immer noch scheiße viel Spaß. Das haben wir notiert. Die Leute spielen es jetzt schon wieder. Und ich muss auch sagen, es ist alles so Clown, what the fuck. Bisschen Clown-Änderung. Aber 5 gegen 5 ist ein massiver Unterschied. Wer ist denn da oben? Oh. War eine Zoning Ult. Komm her. Wo willst du hin? Ich will noch einen Headshot geben. Ja. Da habe ich Play of the Game, habe ich, obwohl die Play of the Game ist in der Junkrat Ulti, die da dreifach Kill gemacht hat. Ja, ist okay, herzlichen Glückwunsch. Oh Junge, wir haben das Pacing von Play of the Game Musik voll geändert. Das heißt, wir sind jetzt ein ganz anderes Spiel. Ja. Ich würde sagen, ich bin ready fürs Ranked. Also, da sehe ich absolut keine Probleme. Wir spielen auch da DPS Support. Let's go. Eichenwalde Def. Ja, hab ich immer Reinhardt gespielt. Was spielt man jetzt hier? Also ich würde jetzt Hanzo hovern, ehrlich gesagt. Hanzo oder Pharah? Pharah ist hier halt auch sick. Aber es ist interessant, es beschwert sich noch niemand über Picks. Aber es sind auch die ersten 7 Games. Also wir könnten ja auch irgendwo spielen, wo halt einfach... I don't want to talk about it. Zählt nicht als tot? Hm, interesting. Guys, don't blink in Overwatch. Oh mein Gott. Sie hat ja so hart verkackt. Sie hat einen Freekill auf mir. Meine Barriere wird nicht mehr lange halten. Hä? Wo kam der Schuss denn? Ich muss den Sniper kriegen da hinten, ansonsten erfülle ich meinen Job hier nicht. Nein, ich hätte nur E drücken müssen, sie wäre tot. Was ist hier das Play? Pharah? Ich glaube ja. Gegen Tracer sowieso und auch gegen den Widowmaker, den ich genau weiß, was sie tut. Ich habe 375 Damage im ersten Zeit. Sag mal, jetzt ist aber gut, ne? Okay, gut. Lukas.
die trifft auch. Was soll das? Wieso treffen die alle? Okay, auch Farrah ist es anscheinend nicht. Tut mir leid. Okay. Jetzt geht's los. Ich dive jetzt einfach auf die rauf und mach sie. Tut mir leid, dass ich existiere. Hallo? Wieso weißt du das? Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn ich hier gewonnen hätte, dann hätten sie gesagt, so, alles klar. Den ranken wir hoch ein, aber dann werde ich nicht gewinnen. Ich hasse diese Ulti, ich spiel's einfach May. Sag mal, geht's noch? Ich komme aus um die Ecke und bin einfach halt sofort tot. Aber eine katastrophale Wand. Meine Barriere ist verschwunden. Ich kann das endlose Universum sehen. Du fuckst mich ab, Widowmaker. Shifted. Ich hab Shift sogar noch gedrückt. Ich hab einen Kill. Headbutt. May war das Play, Leute. Was ist sie? Ich mach jetzt einfach Wände. Dann kann sie nicht mehr snipen, wenn Wände da sind. Wie soll sie snipen, wenn eine Wand da steht? So, weißt du? Gerade Wand hochziehen, da war es aber, ne? Alter! Punktestand 0 zu 3. Also die ist ja absolut insane. 5, 4, 3, 2, 1. Sphäre der Harmonie von McKinky erhalten. Top 10 Sätze, wo ich auch nicht dachte, dass ich sie mal lesen werde. Von wo kam der Schuss jetzt? Okay, danke. Neun. Okay, gut, wir schaffen es halt irgendwie. Auf Death scheint sie nicht ganz so crazy zu sein. Oh. Ja, jetzt hat sie ihren Bereich da.
I think we need the Winston now. Just dive onto her and get her out of position. Eine Ulti bringt hier halt auch so gut wie gar nichts. Jetzt bauen die hier vorne Verteidigung auf. Ich glaub's auch. Ich bin in diesen Türrahmen gesprungen. Oh. Yo! Yo! Get fucked, Widowmaker! Cool, 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 cool. Es ist einfach weg. Das zählt nicht. New Queen Street. Aha. Oh, wait, hier ist Hanzo kein guter Pick. Wo sind die? Ich sehe niemanden! Okay, wir gehen zurück. What? Boah, wie sie genau auf mein Gepäck das drauf geschmissen hat. Ich sag's wie es ist, ich hätte gern einen Dot Cross, ja. Was ist mein Job da oben? Oh shit. Oh mein Gott, hat sie uns daran gezogen von hinter meiner Deckung. Hallo. So langsam gut hier, ne? Oh Gott. How does she win that? Boah, die sind schon so weit, wa? Boah, ich tue echt keinen guten Job gerade. I can ult, I can ult. Ah, that was worth it. So, 45, huh? Oh my god, where the fuck did she come from? Okay. So Mercy ist so insane. Let's go, let's go, let's go. Wieso pushen wir jetzt nicht? Aber es braucht aber keinen. Risa auch weg, tanzt der Lotz. Oh, that was so good, let's go. Reaper still here. Holy shit, good job, guys. I can ult. Aber keine gute Ult. Obwohl sie jetzt gereicht, um zu zornen wieder, ne? Oh, wieso krieg ich keinen Schaden? Nein, und lauf hier in den letzten Schuss rein, ich Vollidiot! Ich war so verwirrt, dass ich keinen Schaden gekriegt habe. Ich war so, what the fuck? Oh, die Defense Matrix hat das alles gefressen, ha? Huh? Wir haben jetzt einen Ball? Warum? Ich meine, ja. They have a ball now. For some fucking reason. Und wir gewinnen das gerade 4 gegen 5 oder was? Über low. Hier ist er doch, weißt du, ne? Ne, da hab ich gar keinen Bock drauf, dass du mich jetzt backdoorst.
Good job, good job. Let's get it. Oh! Habe ich am Ende doch noch gut aufgeholt und Damage. Bam, 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 bam. Bam!